bin ja aus meiner Domäne heraus in einem sehr interessanten Raum. Sie hören alle, dass dieser Raum ganz, ganz sicher nicht dafür gemacht wurde, um Vorträge zu halten. Das heißt, dieser Raum, Sie hören auch, wenn Sie jetzt, aber wenn jetzt 100 Leute hier wären, wäre immer nur ein sehr großer Hall und sozusagen eine sehr stark die erste Reflexion, dass Sie so ein kleines Echo hören können. Dauert eine Zeit, bis das weggeht. Nein, was ich vielleicht ganz kurz sagen möchte, was mich extrem freut, ist einfach das, wenn man sich seit doch schon eigentlich so 30 Jahren künstlerisch mit dem Thema Klang und Hören beschäftigt, dann ist einfach auch so, wie unsere Welt gestaltet ist und wie wir kommunizieren, sind natürlich diese Dinge oder die Aspekte, die einen interessieren, immer aufgeteilt in verschiedene Sparten und in verschiedene Dinge. Und man hat eigentlich ganz, ganz selten die Möglichkeit, dass man verschiedene wichtige Aspekte seines Themas in einer Woche einfach zeigen kann oder sie diskutieren kann. Und das ist das, was mich so besonders freut an dieser heurigen Ars Electronica, weil erstens einmal, dass ich meinen langjährigen Partner Bruce Outland hier in die Stadt wieder bringen kann. Wir haben uns übrigens 1987 bei der Ars Electronica kennengelernt und wir haben jetzt doch schon eine 24-jährige künstlerische Beziehung. Und vielleicht steckt da in diesem Kennenlernen so ein Schlüssel von meiner Arbeit drinnen. Wir haben uns, wie wir uns damals getroffen haben und darüber gesprochen haben und gearbeitet haben, was interessiert uns eigentlich am Klang, hat es irgendwie zwei Dinge gegeben, wo wir so Übereinstimmung gefunden haben. Das eine war die Geschichte, dass wir uns beide unabhängig voneinander immer schon die Frage gestellt haben, gibt es sowas wie ein Alphabet of Sounds, gibt es eigentlich Gänge, die sind sozusagen nicht nur kulturell konnotiert, die sprechen sozusagen über alle Grenzen. Und die zweite Geschichte war einfach das, wird es halt sinnvoll sein, wenn man zu dieser wunderbaren Technik der Perspektive, die wir uns im Visuellen erarbeitet haben, um sozusagen die Welt im Optischen kommunizierbar zu machen, ob es auch notwendig wäre, sowas wie eine Hearing Perspective, sowas wie eine hörende Perspektive zu entwickeln. Wenn man sich jetzt mit diesen Fragen irgendwie beschäftigt, dann kommt man natürlich ganz schnell in die Situation, was Sie ja hier in dem Moment sehr gut erleben können, dass einfach zum Beispiel, wir leben in gebauten Räumen, dass es eine unglaubliche Beziehung gibt zwischen Architektur und Klang. Das kann man in dem Raum, glaube ich, kasterweise leugnen. Die andere Geschichte ist einfach das, dass einfach Klang auch etwas ist, was uns unglaublich emotional beeinflusst und das eigentlich ist, was uns sozusagen vom Atmosphärischen her die Welt erleben lässt. Und die dritte Geschichte, die vielleicht auch noch mitspielt, ist einfach das, dass wir als Menschen diese unglaubliche Fähigkeit vom Gehirn mitbekommen haben, dass wir eigentlich Dinge, die wir nicht hören wollen oder die für uns keinen Informationsgehalt haben, dass wir die ausfiltern können, dass wir die sozusagen wegdrücken können, dass wir sozusagen auch nicht hören üben können. Jetzt leben wir aber im Prinzip heute in einer Welt, die im Prinzip von zwei Klanggruppen irgendwie, oder ja, sagen wir Klanggruppen irgendwie bedient wird. Auf der einen Seite Verbrennungsgänge, Verbrennungsmotoren, Gürtelreifen und Stromgänge. Und die sind natürlich nicht besonders variantenreich und sind eigentlich sehr langweilige Gänge und sie haben im Großteil unseres täglichen Leben einfach keinen Informationsgehalt, außer dass man weiß, aha, jetzt kommt die Straßenbahn wieder oder ist vor allem immer nur die Autos auf der Autobahn. Und das bringt uns aber eigentlich immer mehr dazu, dass wir sozusagen weghören, dass wir eigentlich dass der reale Raum für uns überhaupt keine Bedeutung hat. Die andere Geschichte, was noch dazu kommt, ist das, dass viel städtische Architektur sich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes lustig macht über unseren Orientierungssinn im Hören. Das extremste Beispiel können Sie in New York beim World Financial Center finden, wenn da ein Hubschrauber über den Petre Park fliegt, hören Sie den genau fünfmal. Das macht natürlich keinen Sinn mehr, um sich die eigene Richtung hören zu kümmern, wann eigentlich hinter und vor allem sozusagen die Beziehungen zwischen Realen und das, wie es erlebt, nicht funktioniert. Und alle diese Themen, sage ich jetzt einmal, spielen aber eigentlich rein, wenn ich dann vielleicht am Freitag am Abend ins Bruckenhaus gehe und mir irgendein Konzert anschaue, komme ich eigentlich mit diesen ganzen Konnotierungen und diesen ganzen Gewohnheiten, die ich habe, mit denen komme ich im Prinzip mal ins Konzert. Und je nach Einführung und anderen Dingen gelingt es dann immer wieder mit der Musik, die Menschen aus dem Haus zu holen und, sage jetzt, in eine andere Hörwelt zu bringen. Aber was sicher auch wesentlich oder interessant sein könnte, ist einfach, wenn wir überhaupt das Thema Hören und wie wir die Welt akustisch erleben, sozusagen einfach in unsere Diskussionsplattform integrieren. Und wenn ich jetzt kurz die vier Sachen rausgreife, die auf die heuer bei der AS sind, dann spielen wir sozusagen alle verschiedenen Aspekte dieser Fragestellungen an.
Gerfert hat das angesprochen, im Zusammenhang mit der Kinderunion, mit dem Creative World, wird sozusagen ein Workshop geben am Nachmittag mit Kindern. Da geht es mir im Prinzip darum, dass man mit Kindern einfach städtischen Raum begeht, an ganz einfachen Beispielen und Zusammenhängen einfach aufzeigt, wie einfach Akustik und wie die Beziehung zwischen Architektur und Akustik einfach im ganz Alltäglichen einfach funktioniert und wie man sozusagen in eine Position kommen könnte, dass man beginnen kann, mit den Ohren zu denken. Das heißt, dass man sich einfach Dinge einfallen lassen kann, dass man einfach gewisse Phänomene, die einem vielleicht irgendwie überfallen, sie vielleicht irgendwie erklären kann und damit auch mit Informationen wieder füllen. Die zweite Geschichte ist diese Installation R2 im Lichthof des Lentos. Das ist eigentlich im Prinzip ist eine Resonanzinstallation. Bruce Adler und ich haben 1991 bei einer Arbeit in Rom damals eher durch zufällig entdeckt, dass man mit Resonatoren einen Echtzeitklang, einen sogenannten Lärm, transformieren kann, dass man in diesem Lärm sozusagen eine Ordnung reinbringen kann. Das, was ja für uns das Schwierige ist, und warum sage ich jetzt einmal Straßen oder Umgebungsklang auf Straßen für uns so uninteressant ist, ist, weil es auf der einen Seite so ein chaotischer Klang ist und weil er sozusagen keine Bedeutung für uns hat. In dem Moment, wo ich aber sozusagen eine Obertonreihe in diesem sogenannten Straßenlärm integriere, wird der Klang musikalisch beobachtbar. Und wir stellen bei solchen Installationen immer wieder fest, dass Menschen auf einmal unglaubliche Dinge auffallen in ihrem städtischen Zusammenhang, die ihnen vorher nicht aufgefallen sind. Das ist insofern ein sehr schöner Ort, weil auf der einen Seite ist dieser Lichthof des Lentos an sich akustische Effektbox. Ich weiß nicht, ob Sie dort schon mal dort waren und mal geklatscht haben, dann stellen Sie da unglaublichen Chatter-Echos fest. Das ist sozusagen überhaupt eine gebaute, interessante akustische Architektur. Und zweitens, wenn man sich dem Lentos ein bisschen genauer beschäftigt, stellt man fest, dass eigentlich die zwei Außenkanten sozusagen eigentlich in verschiedenen Klangwelten leben. Und die Installation wird so funktionieren, dass auf den Außenkanten Richtung Nibelungenbrücke oder Richtung Brückenhaus wird jeweils am Dach ein Resonanzrohr angebracht und im Lichthof stehen zwei Lautsprecherwürfel und über das wird es übertragen. Was die Arbeit einfach diskutiert, ist einfach, dass sie sozusagen diesen Zusammenhang herstellt zwischen Umgebungsklang und einfach das, wie ich die Welt vor Ort empfinde. Dann sind wir schon beim Dom. Im Dom passiert jetzt insofern was ganz Interessantes für mich. Ich bin ja in Ebelsberg aufgewachsen und in meiner Kindheit war natürlich St. Florian eine viel größere Beziehungsorte für Linz. Und ich habe natürlich sehr, sehr gut die Stiftskirche gekannt. Und ich kann mich noch total gut erinnern, wie ich so mit 8 oder 9 zum ersten Mal in den Linzer Dom gekommen bin und ich konnte es einfach nicht glauben. Weil bis dahin war es eigentlich so, dass sozusagen für mich die größte Kirche und die wunderbarste Kirche war sozusagen Stift St. Florian und auf einmal kommt man da hin, was sozusagen nur viel großartig in einem gewissen Sinne ist. Was total interessant an dieser Kirche ist, natürlich mit 8 Jahren ist mir nicht aufgefallen, dass das sozusagen nach einem anderen Baustilprinzip funktioniert. Ich habe nur gemerkt, dass es anders ausschaut. Die gotische Kirche hier oder diese neugotische Kirche unterscheidet sich natürlich extrem in vielerlei Hinsicht von der Stiftskirche in St. Florian. Und dann ist sie meiner Meinung nach akustisch extrem ausgewogen. Aber was sie einfach auch tut, ist einfach das, dass sie einfach Raum in einer extremen Art und Weise erlebbar macht. Und ich bin ja der Meinung, dass ihr Räume in Beziehung zur Akustik eigentlich so etwas wie eine psychotropische Wirkung haben. Eine psychotropische Wirkung ist eine Zigarette, ist ein Kaffee, sind einfach alle die Dinge, die uns sozusagen leicht wahrnehmen und verhindern. Und ich habe jetzt einfach durch die AS heuer die Chance bekommen, da zwei, drei Dinge zu diskutieren in dem Dom. Auf der einen Seite glaube ich einfach, dass ein Raum, den man, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man interessant Hörbares in einem Raum über eine längere Zeitstrecke hören kann oder im Idealfall vielleicht zwei, drei Mal während einer Nacht in einen Raum geht, kommt man sehr, sehr gut in den Kontakt, wie wir selbst irgendwie hören und wie einfach Hören funktioniert. Ich erlebe immer wieder bei solchen Arbeiten, dass Menschen extrem erstaunt sind, wenn sie sich länger so einer Arbeit aussetzen, wie sie dann nachher draußen die Stadt hören. Sie kommen dann, meistens sagt da jeder, das ist alles so scharf auf einmal, alles ist auf einmal so, ja, ich habe keine Lust, dass eigentlich wirklich, ja, scharf ist, glaube ich, der beste Ausdruck. Und ich glaube, das liegt einfach darin, weil man sich einfach dann sozusagen zulässt, dass man gewisse Filter und gewisse Feinheiten einfach aufmacht, dass man in dieses tiefere Hören kommt und damit stellt man einfach diesen Unterschied fest.
Die zweite Geschichte, was da herinnen passieren wird, und da möchte ich auch mächtig ganz kurz auf den Wolfgang Kreuz und auf den Baumorganisten hinweisen, das mich sehr, sehr freut, dass der mitmacht. Ich muss aber überhaupt einmal grundsätzlich sagen, ohne der Kooperation des Domkapitels, den Clemens und verschiedenen anderen Leuten wäre sowas überhaupt nicht möglich. Das heißt, für so eine Arbeit ist unglaublich viel Goodwill notwendig. Und ich, ja, freut mich sehr. Und da geht es einfach bei dieser zweiten Geschichte, bei der Orgel und bei der Performance, geht es einfach daran, dass einfach die Orgel ein unglaubliches Instrument ist. Und ich glaube einfach, mit der Hilfe von Wolfgang, dass es uns möglich sein wird, dass sie den Raum und die Orgel in einer Art und Weise erleben, wie sie sich vielleicht, wenn sie sich sehr für zeitgenössische Orgelmusik interessieren, dann werden sie vielleicht auf solche Klänge gestoßen sein, aber sie werden sicher nicht während der normalen Messe auf solche Klänge gestoßen. Und sie werden auch höchstwahrscheinlich während einer normalen Messe nicht die Möglichkeit haben und überhaupt in die Situation kommen, dass sie sozusagen beobachten können, hörend beobachten können, wie sie bestimmte Klänge oder Töne verschiedene der Architektur einfach verhalten. Ja, um das alles zu lang zu machen, kann ich nur sagen, ich glaube, es wird ein sehr spannender Abend. Ich habe noch das Glück, dass der David Moss, mit dem ich viel in Berlin arbeite, ist ein unglaublich toller Künstler und Stimmenakrobat, sage ich jetzt einmal, und der Hannes Strobel ist ein wunderbarer Elektrobassist, dass ich mit denen zusammen einfach hier in einem Performance-Teil die Orgel bespielen kann. Sie werden nicht viel großartige Aufbauten sehen, es geht uns da wirklich total um den Raum, es geht uns darum, das sind 8.500.000 Kubikmeter bewegte Luft. Es geht auch darum, dass man in dem Raum die ganze Zeit sehr schön hören kann, dass einfach Raum was mit Volumen zu tun hat, mit Größe zu tun hat oder Klang auch in dem Zusammenhang.